Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid zur nächsten Runde von unseren beliebten Duftvideos. Auch dieses Mal habe ich mir wieder einen Duft vorgenommen, den ihr euch in den Kommentaren unter den letzten Duftvideos gewünscht hattet und das ist heute die Orange. Zwei ganz kurze Hinweise, bevor wir starten. Wie immer gilt bei unseren Duftvideos, dass wir euch hier nicht die allerbesten Produkte zeigen, das heißt die mit dem einfachsten Auftrag oder die mit der längsten Standzeit oder die mit dem schönsten Abperlverhalten, sondern es geht einzig und allein darum, dass wir euch hier Produkte mit einer ganz bestimmten Duftrichtung zeigen und dieses Mal jetzt eben ganz konkret die Orange, weil Sebastian und ich euch ja immer wieder sagen, innerhalb von den einzelnen Produktkategorien sind die Top-Kandidaten mittlerweile so nah aneinander gerutscht, dass es völlig okay ist, wenn man sich zum Beispiel auch mal aufgrund von einem schönen Flaschendesign, weil man die Marke mag, weil man die Leute hinter den Marken mag oder weil eben ein bestimmter Duft in diesen Produkten drin ist, den man besonders gerne mag, für eins von diesen Produkten entscheidet. Und zweitens, es wird mir nie gelingen, alle Produkte rauszusuchen, die es zu einer bestimmten Duftrichtung gibt. Ich sehe mich einfach hier bei mir in der Halle um, was ich für Produkte da habe. Ich informiere mich auf den jeweiligen Webseiten der Hersteller und versuche euch hier eine möglichst große Auswahl zu bieten. Aber wir starten auch dieses Mal mit den Snowfoams und den Shampoos, die den Orangengeruch mitbringen. Was ihr hier seht, ist, dass wir bei den Snowfoams und den Shampoos eine deutlich größere Auswahl haben als bei vielen anderen Gerüchen. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass gerade bei den günstigen Shampoos hier der Orangenduft sehr, sehr weit verbreitet ist. Das scheint also auch von der Produktion her ein günstiger Geruchs- oder Inhaltsstoff zu sein und deswegen finden wir den relativ häufig. Bei den Snowfoams zum Beispiel wäre das der Innovaca S2 Foamy, wobei da muss ich sagen, der Orangengeruch tritt dann nicht so prägnant und nicht so spritzig, nicht so frisch hervor, aber er ist definitiv vorhanden. Beim Autoglanz Spritzer, da ist es definitiv, da ist eine gewisse Spritzigkeit drin, sagt ja schon der Name, aber da ist auch noch so eine gewisse stechende chemische Note dabei. Und den ich eigentlich fast mitunter am schönsten finde vom Geruch her, ist der Eau de Finesse Avalanche hier in der Standardvariante, den erkennt ihr hier am blauen Etikett und die bringen standardmäßig einen Tangerine oder ich glaube im Deutschen wäre das dann einen Mandarinenduft mit, der ist also nochmal ein bisschen süßlicher und nicht ganz so spritzig, nicht ganz so zesty, wie man im Englischen sagt, oder nicht ganz so säuerlich, wie es ein reiner Orangenduft wäre. Das hier sind die Snowfoams, die ich für euch rausgesucht habe. Und dann haben wir hier noch jede Menge Shampoos. Auch das Eau de Finesse Lather, das Shampoo hier in der Standardvariante, erkennt ihr am gelben Etikett hier, bringt diesen wunderbaren Tangerine- oder Mandarinengeruch mit. Dann hat aber Eau de Finesse diesen Sommer, oder ich glaube letzten Sommer war es schon, eben auch das Orange Infusion Shampoo rausgebracht, wo es halt wirklich ein, ja, wunderbar spritziger Orangengeruch ist, der wirklich daran erinnert, wenn man sich so eine Orange frisch aufschneidet, also da habt ihr die Auswahl. Das Shiny Garage Orange Shampoo gibt es, glaube ich, offiziell nicht mehr, aber ihr findet das noch als Restposten bei ziemlich vielen Shops. Das heißt, auch da eine sehr, sehr günstige Variante für ein Shampoo, das aber trotzdem hervorragend funktioniert. Bei den Chemical Guys gibt es das V07 Shampoo. Da wird man nicht ganz so schlau aus der Produktbeschreibung, ob jetzt da versiegelnde Bestandteile drin sind oder nicht. Ist jetzt nicht unbedingt ein Shampoo, das ich euch unbedingt ans Herz legen würde, aber dieses Shampoo gibt es. Und von der V07 Reihe gibt es auch noch ein Flüssigwachs, einen Quick Detailer und sogar eine Reifenpflege. Das heißt, hier hättet ihr eine ganze Produktlinie, die diesen Orangengeruch mit sich bringt. Dann habe ich gesagt, ganz, ganz viele von den günstigen Shampoos. Das Standard ganz normale Sonax Auto Shampoo, das Sonax Glanz Shampoo, die Armor All Wash and Wax oder das Shield Auto Wäsche Shampoo, das ganz normale Nigrin Auto Shampoo. Achtung, hier ist es das Nigrin Auto Shampoo Konzentrat, nicht das Nigrin Auto Shampoo Snow Foam, weil das duftet relativ stark nach Bubblegum. Oder wie ich auch finde, das Sonax Wash and Wax, das so einen leichten orangigen Geruch mit sich bringt, wobei, da hatten wir schon mal diskutiert, da scheiden sich die Geister. Das könnte auch einfach der Geruch von Canauba-Wachs drin sein, der hier so leicht durchkommt. Ein paar von unseren Community-Mitgliedern riechen hier auch noch Kokos raus. Also da sind wir uns nicht 100% sicher. Ich glaube, da kommt so leicht die Orange durch. Aber mein absoluter Liebling unter den Orangengeruchsshampoos ist das RRC Bad Boys Orangiade Shampoo. Hier ist der Name Programm. Das ist also kein reiner Orangengeruch. Das ist ein Orangiade Getränkgeruch und der ist unfassbar lecker. Mmh. Mmh.
gut, spritzig, fizzelig. Und was jetzt eben noch dazu kommt, dieser Geruch ist dann auch im Wascheimer und in der Luft um das Auto rum, wenn ihr es wascht, extrem stark. Es erzeugt einen extrem schönen, starken Gleitfilm. Schäumt wunderschön, ist also auch unter den Shampoos, die hier stehen, definitiv mein Favorit, den ich euch wärmstens empfehlen kann, nicht nur aufgrund des Geruchs. Als nächstes haben wir hier ganz viele und vor allem ganz viele verschiedene Reiniger stehen, die ebenfalls einen orangenartigen Geruch mitbringen. Hier ist es aber nicht so, dass diese Produkte den Orangengeruch als Zusatzduftstoff drin hätten, sondern da sind ganz klar eher die Inhaltsstoffe, oftmals eben das Orangenöl, das aus der Orangenschale gewonnen wird, bei dem viele Leute glauben, ja, Orange, die ist ja sauer, also muss das vom pH-Wert auf der sauren Seite sein. Aber nein, Orangenöl ist ganz klar stark auf der alkalischen Seite. Deswegen dient es auch wirklich als starker, als guter Reiniger, was eben dazu führt, dass viele dieser Produkte in diese Duftrichtung reingehen. Beispielsweise der Sienna Gloss First, für mich aktuell der beste Vorreiniger, den es auf dem Markt gibt, oder sagen wir mal, den ich getestet habe, weil alle habe ich noch nicht ausprobiert, wo ein, ja, das ist wirklich, wenn ihr euch eine Orange schält, dann kommt ja dieser typische, spritzige, angenehme, leicht schärfliche Geruch durch, und das ist genau das, was hier im Sienna Gloss First drin ist. Noch ein ganz kleines bisschen besser gefällt mir dieser Geruch beim Aenso Primeuse. Vielleicht heißt es auch Primeuse, da müsste ich Aenso den Markus mal fragen. Aber ja, ja, exakt der gleiche Duft wie beim Sienna Gloss First, aber noch ein kleines bisschen frischer und natürlicher, finde ich. Ja, wunderschöner Geruch von diesem Vorreiniger hier, aber beispielsweise auch der Eau de Finesse Dynamite oder der Eau de Finesse Citrus Power. Der Dynamite ist ein Konzentrat, den müsst ihr verdünnen. Den Citrus Power, der ist ready to use, den könnt ihr so verwenden, wie er ist. Dann gibt es zum Beispiel hier von 3D aus den USA den Orange Degreaser. Die Chemical Guys haben auch ein Produkt im Angebot, das genau gleich heißt und das ebenfalls diesen wunderbaren, ja, spritzigen Orangenölgeruch mit sich bringt. Dann ganz viele Produkte, die in die Richtung von Insekten oder Teerentfernern gehen, wie jetzt hier zum Beispiel der Bug and Tar Remover von den Chemical Guys. Ja, der aber, oder beziehungsweise die Produktart dann nicht ganz so stark wie diese Vorreiniger hier. Der ODK Breakdown ist ein weiterer Vorreiniger, der den gleichen oder einen ähnlichen Duft hat wie der First oder der Primeuse. Dann auch das Dodo Juice Born Slippy, das ist ein Clay Loop Konzentrat, auch da. Ja, da ist es ein süßlicherer Orangenduft, aber ebenfalls sehr, sehr angenehm. Oder dann auch eine echte Alternative für all diejenigen von euch, die Teerflecken auf dem Auto haben, die wirklich ganz stark angebacken sind, weil dieses Produkt kommt in einer marmeladenartigen Konsistenz daher. Das heißt, ihr könnt das auf die Teerflecken draufgeben und das bleibt dann dort auch drauf. Das verflüchtigt sich nicht von selber, das läuft nicht runter. Das läuft vor allem dann nicht auf empfindliche Plastikteile, weil manchen von diesen Teerentfernern, gerade das Cochemy Oilex, können ganz schön aggressiv zu unlackierten Kunststoffen sein. Also das hier wäre eine echte Alternative. Und auch das bringt den wunderbaren Orangen- bzw. Orangenschalengeruch mit sich. Dann kommen wir noch zu den Innenraumprodukten. Und da muss ich euch leider enttäuschen. Ich habe tatsächlich auf Anhieb keine Innenraumdüfte gefunden, die in die Orangen- oder Mandarinenrichtung reingehen. Also das scheint ein relativ unbeliebter Duft zu sein bei den Herstellern. Finde ich eigentlich schade, weil so eine frische, spritzige, schöne Orange ist doch was absolut Angenehmes. Vor allem finde ich, dass die Orange immer nicht ganz so stark an Klo- oder Haushaltsreiniger oder Toilettenreiniger erinnert. Aber was ich gefunden habe, ist der One Wax Lunatic. Das ist ein Interior Detailer hier in der Orange Fruits Variante. Achtung, wenn ihr hier eine Geruchsexplosion erwartet, das kriegt ihr bei One Wax generell nicht. Die Düfte sind nur ganz, ganz dezent vorhanden. Das ist aber auch was wieder, was manchen dann gefällt an den Produkten. Dann auch das Eau de Finesse Dressel, das ist eine Kunststoffpflege oder eben ein Dressing, das auch wieder den für Eau de Finesse typischen leichten Orangen-Mandarinengeruch mit sich bringt. Und dann noch was ganz Seltsames, der ADBL Interior Cleaner, weil hier steht klar drauf, dass der eigentlich nach Wild Strawberry riechen soll, aber ich weiß ja nicht, vielleicht wachsen in Polen andere Erdbeeren, als wir sie kennen, aber ich rieche hier ganz, ganz klar eine frische und eine spritzige Orange und keinen Funken von Erdbeer raus. Also auch da bei den
Innenraumprodukten habt ihr eine Auswahl, wenn es um den Orangengeruch geht. Und dann schauen wir uns gleich auch noch die Quick Detailer bzw. Sprühversiegelungen an. Immaculate Reflection hat wieder mal, ich muss den noch schütteln, damit das wieder schön aussieht, ja, perfekt, den Fizzy Sweets, den werde ich euch in einem späteren Video, wo es um Süßigkeiten geht, nochmal vorstellen, aber ich finde, da steht es auch schon drauf, diese spritzige Süße von der Orange kommt da relativ stark durch. Den Fizzy Sweets Geruch bei Immaculate Reflection gibt es auch noch als Snow Foam und auch noch als Wachs, zu den Wachsen kommen wir dann gleich. Dann der Wobos Showstopper, da sagt Wobos zwar offiziell, der riecht nach Summer Fruits, also Sommerfrüchten, ich finde aber auch da kommt stark der Orangengeruch durch, genauso wie beim in den USA sehr beliebt, man kann sogar sagen gehypten P&S Beatmaker. Das Produkt, das so eine wunderschöne Lackglätte mitbringen soll, ich finde, da gibt es durchaus Produkte, die das noch ein bisschen besser können. Und dann nehmen wir das auch gleich noch dazu, das ist das Wobos Hot Wax, das ist ein Flüssigwachs. Und da sagt Wobo, das geht in eine Tangerine, also in eine Mandarinenduftrichtung rein. Also habt ihr auch da wieder eine schöne Auswahl an Produkten, die den Orangengeruch mitbringen. Und dann schauen wir uns zum Schluss natürlich auch noch meine Lieblinge, die Wachse an. Das hier, das Wax Planet Oblivion, hatte ich euch bereits im Schokoladenvideo vorgestellt, weil das hier hat einen in England sehr beliebten und bekannten Geruch, nämlich das Chocolate Orange, also Schokolade und Orange. Aber ja, da sind beide Gerüche drin. Die Orange überwiegt aber, und was viel wichtiger ist, das ist eine wunderbar spritzige Orange, also wiederum, wenn ihr da die Orange anfangt zu schälen und euch dieses Spritzige von der Orangenschale entgegenkommt, das ist dieser Geruch absolut wunderbar und wunderschön. Ja, also rein vom Duft her einer meiner Favoriten, wenn es um die Duftrichtung Orange geht. Dann natürlich, wie könnte ich das nicht zeigen, das Dodo Juice Orange Crush, ein Klassiker, gibt es seit über 10 Jahren auf dem Markt. Ja. Wunderbar, nicht ganz so frisch, nicht ganz so spritzig wie das Wax Planet. Ich muss wirklich sagen, das Wax Planet gefällt mir noch besser. Aber dafür ein bisschen sanfter, ein bisschen süßer und vor allem in der Verarbeitung halt ein absolutes Traumwachs, das ich jedem Einsteiger von euch wirklich ans Herz legen kann. Meines Erachtens gibt es keine Wachse auf dem Markt, die einfacher zu verarbeiten sind als diese Dodo Juice Core 8 oder Kern 8 Wachse. Das Orange Crush ist eines davon, das gibt es in der großen Dose und das gibt es hier in der kleinen Dose, damit ihr das mal probieren könnt. Das Wax Planet oder Simple Wax, weil das war ein Gemeinschaftsprojekt von diesen beiden Herstellern, Armageddon, da scheiden sich auch wieder die Geister. Manche sagen, sie riechen was Vanilleartiges Rauchs. Kann ich verstehen, ja. Ich für mich muss sagen, ähnlich wie das Orange Crush, so eine leichte, süßliche, herbe Orangennote. Aber auch sehr, sehr, sehr angenehm. Nicht ganz so frisch und nicht ganz so spritzig wie das Wax Planet. Geht also wirklich, wie gesagt, eher in die Richtung vom Dodo Juice rein. Dann habe ich euch ja schon öfter gesagt, Mitchell & King ein bisschen speziell. Ein Mitchell & King sagt oft, dass seine Wachse nach was riechen, was dann einfach schlichtweg nicht der Fall ist, weil sie hier spezielle Öle anstatt von Lösemitteln verwenden, die einfach, ja, die einen ganz, ganz spritzigen, scharfen, ja, Orangen-Zitronen-artigen Geruch mit sich bringen. Vielleicht sogar Limette, könnte man sagen. Ja, also geht in die Richtung vom Wax Planet, was halt in dem Sinn schade ist, weil man bei Mitchell & King nie so genau weiß, was man kriegt. Das hier sollte nämlich, glaube ich, nach einem Holz, nach Adlerholz oder sowas ähnliches riechen, kommt gar nicht durch. Da ist es wirklich dieses Spritzige von der Zitrone. Aber ihr kriegt halt bei Mitchell & King auch diesen Geruch, auch wenn es der Hersteller nicht sagt. Deswegen wollte ich euch das hier auch noch zeigen. Ähnlicher Fall beim Fireball, kommt in diesem wunderschönen Säckchen daher. Beim Fireball Fusion, ein sehr, oder sagen wir mal, ein ziemlich standfestes Wachs, leider auch ein arschteures Wachs, mit einer, ja, da ist es jetzt ganz schwierig, da kommt eine, es wäre falsch, wenn ich Lösemittelnote sage, aber es geht in diese Richtung, so ein bisschen was Stechendes, was Schweres, was wahrscheinlich daran liegt, dass hier ein relativ hoher Anteil an SiO2, also an Keramikpartikeln drin ist.
und dass das Wachs einfach braucht. Und dann ist da aber auch noch, das merkt man vor allem beim Verteilen, weil dann ist der Lösemittelgeruch nicht ganz so schlimm, eine orangige Note dabei. Und deswegen wollte ich euch das auch noch zeigen. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr teuer, was es aufgrund seiner Performance nicht ganz so wirklich rechtfertigen kann. Was ein bisschen schade ist, weil Fireball grundsätzlich sehr, sehr gute, sehr hochwertige Wachse macht. Teilweise auch mit sehr, sehr speziellen Behältern. Schauen wir uns in einem zukünftigen Video dann noch für euch an. Dann ein paar günstigere Wachse. Einerseits, das hier ist fast schon wieder ein Sammlerstück. Das ist aus der Dodo Choose Independent Wax Label Reihe. Und zwar ist das von Bouncers, das Satsuma Rock. Und da ist es auch wieder der Name, die Satsuma, die eine Orangensorte. Ja, nicht ganz so spritzig. Auch wieder eher eine herbe Orange, würde ich sagen. Der aber diese Spritzigkeit von der Schale fehlt. Und auch wieder typisch für Bouncers, eine leichte Lösemittelnote kommt da durch, die aber nicht ganz so stark ist wie zum Beispiel beim Fireball. Wo der Orangengeruch wieder ein bisschen frischer, spritziger ist, ist beim Autoglanz Paradox. Hatte euch Sebastian vor einiger Zeit mal gezeigt, ist für den Preis, den Autoglanz hier aufruft, ein wirklich gutes Wachs mit einer wunderschönen Hydrophobie, einem traumhaften Abperlverhalten. Ja, ja, oh. Und wieder mal muss ich sagen, ich liebe es einfach, wenn Wachshersteller hingehen und in unseren Köpfen Bilder erzeugen, weil schaut euch mal an, wie viele von diesen Wachsen nicht nur nach Orange riechen, sondern auch die orange Farbe mit sich bringen. Das gilt auch für viele von den Produkten, die ich euch vorher gerade gezeigt habe. Ja, wunderbar riechendes Wachs. Ja, ist jetzt zusammen mit dem Wax Planet so ziemlich mein Favorit, muss ich sagen. Dann ein Hersteller, der traditionellerweise auch wieder auf Orangen- oder Zitrusöle bei der Produktion setzt, ist Miliore. Da gibt es ganz viele verschiedene, hier zum Beispiel das Grande, das sehr, 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 ich muss sogar sagen, sinnlos teure Competizione, das dann immerhin in so einem, ja, sagen wir mal, halb edlen Säckchen daherkommt und dieser goldenen Dose, aber Alu. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Video. Das, bei dem ich sage, kommt der Geruch am schönsten durch, ist für mich das, ja, das Frutta. Ja, oh. Auch da wieder wunderschöne orange Farbe und so ein ganz natürlicher, schöner Orangengeruch. Wahnsinn. Achtung, sind nicht die einfachsten Wachs auf dieser Welt, weil halt hier die Öle drin sind. Es ist insgesamt auch ein sehr öliges Wachs und wenn man da zu viel aufträgt, dann schmiert man sich eigentlich immer nur die Öle auf dem Lack hin und her und dann wird es ganz schwierig beim Auspolieren. Aber oh, vom Geruch her traumhaft. Und dann, ich habe ja schon im Schokoladenvideo ausgeflippt mit diesem Wachs, weil auch das wieder ist eines, das Chocolate Orange, also Schoko und Orange kombiniert, wo ich aber finde, die Orange kommt unglaublich stark durch und kommt vor allem auf eine unfassbar schöne, natürliche, spritzige Art und Weise hervor. Oh! Lasst mich noch mal schnell was probieren, dann sage ich euch, welches mein Favorit ist und welches am schönsten nach Orange riecht. Ja, ja, das Autoglanz ist verdammt gut. Oh, das Dat Wax oder Dat Wax, wie der Norddeutsche sagen würde, riecht auch verdammt lecker. Ja, und das Wax Planet halt auch. Aber ich glaube, ja. Ja, ja, ja. Das Wax Planet, das Oblivion, ich glaube, ich hatte vorher den Namen nicht gesagt, das riecht am natürlichsten, am authentischsten nach dieser Orangenschale, aber am stärksten, ja, am stärksten, aber auch ein bisschen künstlicher riecht das Autoglanz. Also ja, dann habt ihr jetzt auch hier ein paar sehr, sehr schöne Wachse. Ein paar von denen müsst ihr euch im Ausland bestellen, ein paar von denen müsst ihr auch wirklich suchen, weil die nicht mehr ganz so verbreitet sind. Aber wie gesagt, habt ihr hier eine schöne Auswahl an Wachsen, die ihr euch mal anschauen könnt, wenn ihr auf den Orangenduft steht. Also ihr habt gesehen, wenn es um die Duftrichtung Orange geht, dann habt ihr eine relativ große Auswahl an Produkten, was einerseits daran liegt, dass der Duftstoff relativ günstig zu sein scheint, wenn wir uns die Shampoos und Snowfoams anschauen, oder
dass eben die Orangenschale ein Inhaltsstoff auch bei manchen von diesen Produkten ist, der dann auch geruchlich sehr schön durchkommt, was dann gerade bei diesen Vorreinigern dazu führt, dass die auch sehr, sehr angenehm zu verarbeiten sind und nicht so ganz, wie sage ich jetzt mal, streng, leicht faulig, leicht herbriechen, wie jetzt zum Beispiel der Kochemi Green Star. Und da sind diese Produkte allemal eine schöne Alternative. Jetzt würde es mich interessieren, schreibt das bitte in die Kommentare unter diesem Video, welche Duftrichtung ich mir in Zukunft noch für euch anschauen soll. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ihm einen Daumen nach oben da lasst oder wenn ihr den Kanal mit einem kostenlosen Abo unterstützt und wenn ihr zum nächsten Video von mir oder von Sebastian wieder einschaltet. Servus!